Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren 1 gegen 1 Spieler-Duell-Folge. In Anbetracht des Halbfinals der Champions League sehen wir uns heute diese zwei Klasse-Innenverteidiger an. Wie immer, alles gleich nach dem Intro. Monday ist Fight Day. Heute stehen Mats Hummels und Sergio Ramos im Ring. Sie gehören sicherlich zu den besten Innenverteidigern der Welt. Sie haben dies schon öfters bewiesen. Wer aber von den zweien schnitt in dieser Saison besser ab? Dies entscheiden zu können, fangen wir gleich an. Unser erster Kandidat heißt Mats Hummels. Der 29-jährige Nationalspieler hatte zuletzt eine enorme Marktwertsteigerung, kommt jetzt auf 60 Millionen Euro mit einem Vertrag bis 2021 bei den Münchnern. Damit gehört er zu den besten und teuersten Verteidigern der Welt. Doch auch er hatte seine harte Zeit. Gewiss wuchs er in der Jugendabteilung der Münchner und wurde dann nach Dortmund verliehen. Doch mit seinem Wechsel 2016 für 35 Millionen Euro zurück zu den Bayern sorgte dies natürlich für große Schlagzeilen, zumindest in Dortmund. Denn dort war Hummels eine Führungsperson und dieses Wechselthema zwischen die Bayern und Dortmund ging damit weiter. Und seit seinem Abgang wackelt die Dortmunder Innenverteidigung stark. Damit sieht man, was für eine Auswirkung er auf sein Team hatte. Doch das Leben geht weiter und Hummels wollte den nächsten Schritt machen. Und er hat es geschafft. Denn auch bei den Bayern gehört der 1,91 Meter große Spieler zu den besten des Teams. Karrieremäßig hat Mats Hummels auch so einiges erreicht. Zum größten Erfolg gehört aber sicherlich der WM-Titel 2014. Blicken wir zurück auf die Zeit in Dortmund. Dort kommt der Innenverteidiger auf 25 Tore und 16 Vorlagen in 309 Spielen. Seit seinem Comeback nach München schafft er es auf 6 Tore und 7 Vorlagen in 77 Spielen. In der aktuellen Saison zeigt er auch wieder mal seine Klasse in der Offensive. Er erzielte 3 Tore und assistierte 4 weitere. Durch eine exzellente Passquote von 87% und eine Zweikampfquote von 64% wird klar, warum er zu den Besten gehört. Dies zu den Zahlen. Lasst uns nun ein paar Stärken auflisten. Wie schon erwähnt, ist er ein Verteidiger mit einer hervorragenden Passquote. Damit baut er selber das Spiel von hinten auf und wird nicht nur auf die Verteidigung begrenzt. Und ebenfalls gut ist sein Zweikampfverhalten. Mit seiner Größe und seinem robusten Körper haben es die Gegner nicht einfach. Somit ist auch einem 1 gegen 1 in der Luft und am Boden auf ihn Verlass. Dazu kommt noch seine langanhaltende Konzentration. Somit ist auch in den letzten Minuten seine Spielweise Weltklasse. Und ja, überraschenderweise habe ich an Mats nicht zu bemängeln. Er fällt nicht für viele Karten auf, noch für andere Sachen. Schließlich ist er nicht umsonst 60 Millionen Euro wert. Aber ihr dürft natürlich gerne Negatives über ihn in die Kommentare schreiben, falls es die gibt. Somit sind wir bei Mats fertig und gehen deshalb zu Sergio Ramos. 32 Jahre alt, 1,84 Meter groß, aber gehört zu den besten Verteidigern der Welt. Sowohl mit Club als auch mit der Nationalmannschaft alles geholt, was man holen kann. Weltmeister, zweimal in Folge Europameister und Champions League dürften mit den zu den größten Erfolgen zählen. Der Spanier spielte zunächst in der Jugendabteilung von Sevilla, seinem Geburtsort, und schaffte es kurzer Zeit später mit nur 17 Jahren in die erste Mannschaft. Dort spielte er nur 2 Jahre, wo er gerade mal auf 3 Tore kam, bis die Königlichen sein Talent entdeckten und ihn für 27 Millionen Euro verpflichteten. Und ab da war Madrid seine Heimat. Bei Real hat der 50 Millionen Euro Mann einen Vertrag bis 2020. Zunächst als rechter Verteidiger auf dem Platz fand er sich im Laufe der Jahre dann in der Innenverteidigung. Und dies war sicher eine gute Entscheidung, denn seine Spielweise hat sich so seither enorm verbessert. Und wofür Ramos auch sehr gut bekannt ist, sind seine Tore. Klar, etwas kontrovers, ein Verteidiger und Tore, das passt nicht zusammen. Doch bei ihm denkt man, es handelt sich schon um einen Angreifer. In 556 Spielen für Real Madrid kommt Ramos auf 72 Tore und 38 Vorlagen. Was für wichtige drin enthalten sind. Uns interessiert aber sicher die Gegenwart und was er dieses Jahr so geleistet hat. Dies kann sich auch sehen lassen. In 34 Spielen, wettbewerbsübergreifend, kommt er auf 4 Tore und eine Vorlage. Dies waren damit die Fakten des Kapitäns der Königlichen. Schauen wir uns nun die Stärken und Schwächen von Sergio Ramos an. Ohne erstmal die Verteidigung zu berücksichtigen, muss man sagen, er hat eine exzellente Ballführung als Verteidiger. Dazu kommt genau wie bei Mats Hummels sein Passspiel. In der Champions League alleine kommt er auf eine unglaubliche Passquote von 94%. Kaum zu glauben. Und klar, Ramos hat auch in der Verteidigung die Nase gegenüber anderen Spielern vorn. In der Luft trotz seiner Größe eine Waffe und auch am Boden kaum zu umgehen. Dazu kommt sein Dribbling, welches auch nicht gerade selbstverständlich ist. Schwächen besitzt der Innenverteidiger aber. Ganz großes Manko ist seine Disziplin. Nicht umsonst ist er der Spieler mit den meisten gelben Karten in der Fußballgeschichte. Lässt man die Karten weg, sind seine Flanken ebenfalls manchmal verbesserungswürdig.
Aber damit hätten wir so die wichtigsten Infos der beiden heutigen Kontrahenten. Doch um alles nochmal zusammenzufassen, schauen wir uns jetzt deshalb die Übersicht an. Mats Hummels ist 29 Jahre alt, 1,91 Meter groß und ist bei Bayern München bis 2021 unter Vertrag. Sein Marktwert beträgt momentan laut transfermarkt.de 60 Millionen Euro. Sergio Ramos ist 32, 1,84 Meter groß und bei Real Madrid bis 2020 gebunden. Sein Marktwert liegt laut der Website Transfermarkt bei 50 Millionen Euro. In der aktuellen Saison kommt Mats Hummels auf 3 Tore und 4 Assists in 33 Spielen. Doch viel wichtiger, im Zweikampf kommt er auf eine Quote von 64%. Ramos schafft es auf 4 Tore und einer Vorlage in 34 Einsätzen. Seine Zweikampfquote liegt bei 54%. Zu den Stärken des deutschen Innenverteidigers gehören sein Passspiel, seine Luft- und normalen Zweikämpfe und seine Konzentration. Für Hummels habe ich keine großen Schwächen entdeckt. Vielleicht fällt euch ja was ein. Ramos kann mit seiner Ballsicherheit und ebenfalls mit seinem Passspiel glänzen. In der Luft ist er auch sehr stark und er kann für einen Verteidiger gut dribbeln. Großes Manko ist aber seine Disziplin, mit der er oft gelbe bzw. rote Karten sieht. Ansonsten finde ich seine Flanken auch etwas verbesserungswürdig. Mehr aber nicht. So, und damit haben wir das vorzeitige Champions League Duell. Mats Hummels und Sergio Ramos. Sicher eine der besten Verteidiger der Welt, aber wie immer seid ihr jetzt dran, euren Gewinner in die Kommentare zu wählen. Und gleichzeitig auch mir 2 weitere Spieler für die nächste Folge zu nennen. Lasst ein Abo und einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat und damit sage ich ciao und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten 1 gegen 1 Spieler-Duell-Folge.